Seit Längerem ist klar, dass die Schaffhauser Rheinbadi saniert werden muss. Daneben soll die Badi aber auch ausgebaut werden. Der Stadtrat hat dazu jetzt eine Vorlage ausgeschafft, die vier verschiedene Varianten vorschlägt. Einzelheiten im Beitrag von Simon Herrmann. Die Schaffhauser Rheinbadi heute Morgen im Nebel. Vor allem die Holzkonstruktion ist seit Längerem sanierungsbedürftig. Neben der notwendigen Sanierung will der Stadtrat die Rheinbadi aber auch erweitern. Die Entscheidung, um noch zusätzliche Massnahmen zu machen, ist eigentlich aus dem Mitwirkungsverfahren Rheinufer entstanden, wo man gesagt hat, die Rheinbadi ist so ein wichtiger Punkt am ganzen Rheinufer, dass man zuerst dort sollte noch Möglichkeiten schaffen, dass sie noch attraktiver wird für die Bevölkerung. Mit dem Grund ist auch ein Postulat von Daniel Preisig, das der Grossstadtrat vor rund einem Jahr angenommen hat. Das Postulat verlangt, dass die Stadt eine ganzjährige Nutzung der Rheinbadi inklusive Saunalandschaft prüft. Die Idee ist in einer der Varianten der Vorlage berücksichtigt. Insgesamt hat der Stadtrat vier Varianten ausgeschafft, wie die Rheinbadi saniert und erweitert könnte werden. In der billigsten Variante wird die Badi nur saniert, sonst gäbe es keine Veränderungen. Die 440'000 Franken für die Sanierungsarbeiten sind mit dem Budget bereits bewilligt worden. Der Stadtrat favorisiert aber die Variante Midi für 1,2 Millionen Franken, die die Rheinbadi mit zusätzlichen Nutzungen ergänzt. In der Variante Midi von der Rheinbadi möchten wir im Lichtschwimmerbereich der Mädchen den überdecken und die Möglichkeiten installieren, dass man sich aufenthalten, eine Bar einrichten und kleine Verpflegungsmöglichkeiten anbieten. Es gibt weiterhin einen kleinen Saunabereich, der zur Verfügung gestellt wird. Und der ganze Bereich auch von den Kassen und Kiosk wird optimiert. In der Variante Maxi, der teuersten Variante, wäre die Rheinbadi das ganze Jahr durch nutzbar. Es gäbe ein Restaurant und zwei finnische Saunas mit Behandlungsräumen, so wie im Postulat von Daniel Preisig vorgeschlagen. Das würde aber insgesamt rund 2,5 Millionen Franken kosten, doppelt so viel wie die Variante Midi, die der Stadtrat befürwortet. Der Stadtrat hat sich für einen Sommerbetrieb entschieden, einerseits aus Kostengründen, andererseits auch wieder Eingriff bei einem Winterbetrieb. In der Rheinbadi sehr stark wäre, vor allem bauliche Massnahmen, die den Charakter der Rheinbadi komplett verändert hätten. Andererseits haben wir auch gesehen, dass man mit dieser Variante der Betriebskosten eigentlich günstiger fahren als heute, wenn die erwarteten Einnahmen eintreten. Und das war der Grund, warum man sich für die Variante entschieden hat. Der Stadtrat erhofft sich von einer Erweiterung der Rheinbadi mehr Besucher, vor allem auch durch die geplante Lounge. Bis jetzt sind in der Badi vor allem ältere Leute zu Gast. Ob die mit einer Lounge nebendran auch bleiben, ist aber zumindest fraglich. Eine weitere Änderung, die die Vorlage für alle Varianten vorschlägt, betrifft das Betriebskonzept. Gemäss dem Stadtrat soll ein Pächter den ganzen Betrieb übernehmen. Der langjährige Badmeister Bert Schneider würde dann vermutlich nicht mehr in der Rheinbadi arbeiten. Für den Stadtrat ist wichtig, dass die Rheinbadi ein Angebot anbieten kann aus einem Guss. Das heisst, wir möchten nicht den Badebetrieb und den Restaurantbetrieb getrennt haben. Wir suchen einen Pächter, der beides anbieten kann in der von uns erwarteten Qualität. Und selbstverständlich kann der bisherige Pächter sich dort auch darum bemühen, respektive sich auch darum bewerben. Das wird der Bert Schneider aber vermutlich nicht machen, wie er gegenüber dem Schaffhauser Fernsehen bestätigt hat. Die Vorlage vom Stadtrat geht jetzt ans Parlament. Laut dem Stadtrat wäre es optimal, wenn im nächsten Winter könnte gebaut werden und die sanierte Badi auf die Saison 2013 wieder könnte eröffnet werden.